Also der Eisenthron hat irgendwas im Westen. Es ist ein Banditenlager, es ist eine Burg. Wir wissen es immer noch nicht. Aber auf jeden Fall ist es im Westen. So, und was ist das für ein schickes Schwert? Bastardschwert plus 1, plus 3 gegen Gestaltwandler. Wer kriegt das? Er hat nur ein normales Langschwert plus 1, ne? Ja, Bastardschwert ist schon mal besser als ein Langschwert. Und falls wir mal auf Gestaltwandler treffen, macht mindestens ein bisschen mehr Schaden. So, dann schauen wir mal in die Hütte rein. Von diesen kaltblütigen Druidenmördern. Vielleicht sind da ja noch ein paar mehr von seinen Freunden. Scheint leer zu sein. Und nur eine Kiste drin. Fehlgeschlagen. Aha, also. Gold, Tränke, Tränke, Schmuck und billige Pfeile. Naja, nicht wirklich billig, aber inzwischen haben wir davon schon ein paar mehr. Nee, du sollst nicht mit Eispfeilen schießen, du sollst mit normalen Pfeilen schießen. So, dann gehen wir raus hier und gehen nach Westen. Auch wenn wir jetzt nicht sicher sind, ob westlich in diesem Gebiet oder ein Gebiet weiter im Westen. Aber das werden wir gleich sehen. Hier ist ein Trampelpfad. Gehen wir den mal lang. Hat sich verlaufen. Ein paar Wölfe. Aber bisher ist der Mantelwald gar nicht so schwer. Ich würde glatt behaupten, dass Larswood anstrengender war. Also vor allem, was die Banditenhäufigkeit angeht. Da konnte man ja keinen Schritt machen, ohne auf so einen 3- oder 4er-Trupp zu stoßen. So, und die paar Wölfe hier. Die sind recht gut zu erledigen. Ja, gucken wir mal kurz nach Westen. Das ist das andere Gebiet. Wenn da keins ist, dann schauen wir uns hier. Ah ja, da. Ziehen wir mal gleich weiter. Oh. Im Moin, nicht im Nahkampf. Shahira, du kannst mal kurz. So. Bring den mal um, Dünner hier. Oder versuch es zumindest. Waldschrate, ne? Ja. Die können auch, glaube ich, betäuben. Bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher. Haben wir selber auch noch nicht gesehen. 650 Erfahrungspunkte bestimmt. Mal 4 und das läppert sich. Wie viel fehlt noch? Oh, 8000. 10.000. Shahira levelt bald ab. Und ja, das war's dann auch schon. Immerhin ist schon Stufe 6. Allzu viel mehr haben wir nicht mehr zu tun, was die Level angeht. Und wenn wir dann erst am Maximallevel falle. Ah. Ja, schön. Aber das ist wenigstens mal ein richtiger Hinterhalt. Nicht die Hinterhalte von den Ninja-Bären, die plötzlich einfach im Weg stehen. Sondern hier eine richtige mit Falle und Festhalten und allem. Das passt. So, wir wollen aber weiter in Mantelwald und den Eisenthron zerstören. Oh, ein Damm. Okay. Und gleich ein Empfangskommando. Bist du gut oder böse? Schwertspinne. Nein, die sind ganz böse. Also nicht von der Gesinnung, sondern vom Schaden. Schauen wir mal. Hey, hallo Reisende, ich heiße Tiber. Könnte ich euch mal sprechen? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir zuhören, wenn ihr mir nur helfen würdet. Was ist denn euer Problem, Fremder? Danke, vielen Dank. Es geht um meinen Bruder. Er und ich sind in den Mantelwald gegangen, um ihn von der Spinnenkolonie zu befreien. Also den Mantelwald von der Spinnenkolonie zu befreien. Du bist unbewaffnet und hast keine Rüstung an. Depp. Die eine echte Plage ist. Ich weiß ja, dass es sich dumm anhört, aber mein Bruder hat das Schwert Spinnenfluch gefunden. Das Schwert ist geschmiedet worden, um Spinnen zu töten.
Und wir dachten, dass wir bestimmt berühmt werden. Die Helden des Mantelwaldes und so weiter. Ah, aber mein Bruder ist noch nicht zurückgekehrt. Und es ist schon über eine Woche her. Bitte, könnt ihr in den Wald gehen und ihn für mich suchen? Meine Mutter wäre untröstlich, wenn Schelag tot wäre. Ja, du nicht, oder wie? Ich habe weder Zeit noch Lust. Nein, natürlich helfen wir ihm. Wir finden euren Bruder für euch, keine Sorge. Ja, sucht ihn bitte schnell. Er heißt Chelak, seid vorsichtig. Und er ist irgendwo im Mantelwald. Ist ja nicht so, als wenn der Mantelwald groß wäre oder so. Und die Kartenstücke auch nicht. Na gut. Wir halten unsere Augen offen. Oder auch nicht, sondern tappen direkt in eine Falle rein. Mit Minsk vor, Immun zurück. Obwohl, dann kann sie nicht mehr schießen auf die. So, auf da. Kommst du da jetzt auch nicht an? Das ist ärgerlich. Hoffentlich kommt der Gewitter durch, bevor sie da festgeschnallt wird. Ja, Brutzel. 27 Schaden, tot. Und der müsste jetzt noch ein paar Mal runterkommen. Oh, vergiftet. Düner hier. Entgifte den mal. Auch wenn er bei uns im Level nicht mehr ganz so viel ausmacht. In den ersten Level war es ja richtig garstig. Alle festgehalten. Na komm, Düner hier. Ja, zack. Shahira könnte es auch entfernen, aber einer müsste es dann bewegen können. So, jetzt aber. Entgiften. Minsk. So, dann heilen wir noch ein bisschen hoch. Nicht segnen. Heilen. Und kuscheln ein bisschen. Naja, endlich vorbei. Speichern wir mal kurz ab. Sicher ist sicher. Noch eine Heilung für Minsk. Und Hand auflegen für Minsk. So, also da waren schon mal ein paar Spinnen. Das scheint das Richtige zu sein. Gehen wir hier unten weiter. Und immer sucht man nach Fallen, auch wenn ich da nicht sehr viel Hoffnung habe. Denn wenn wir relativ schnell vorwärts gehen, dann hat es gar keine Chance, die Fallen zu finden, bevor wir reintappen. Wo halten sich Spinnen gerne auf? Eigentlich in dunklen Gebieten, also in der Höhle oder dergleichen. Obwohl die normalen Spinnen hier eben ja auch einfach so ein Tageslicht draußen rumlaufen. Werden wir wohl einfach Glück haben müssen. Das ist ganz schön eng. Gut für den Hinterhalt. Oder für ein Lager vom Eisenthron. Oder für eine Sackgasse. Okay, zurück. Aber ja, wenn sich hier so eine Festung hinsetzen würden, mit nur einem Zugang, der so schmal ist, und oben auf die Burg sind ein, zwei Magier, die immer Feuerwinde schmeißen, kommt keiner durch. Hier lang. Also so groß ist die Karte denn ja gar nicht, wenn der untere Teil alles nur Küste und Wasser ist. Schön zusammenbleiben. Na gut, scheinbar wird es doch ein bisschen länger dauern, bis ich hier alles aufgedeckt habe. Deswegen machen wir wieder ein bisschen Zeitraffer. Bis gleich. Da ist eine Phasenspinne. Die ist genauso schlimm. Nein, die nicht ganz so schlimm wie die Schwertspinne. Das Nervige bei der ist halt, dass sie teleportieren kann, was sie auch gerade gemacht hat. Das heißt, wir müssen jetzt tierisch auf Dünger hier aufpassen.
Machen wir am besten gleich mal die Spiegelung. So, und da ist die Spinne auch schon. Weg da, weg da. Und die springt schon wieder. Die ist so nervig. So, magische Geschosse drauf. Ah, weil sie gesprungen ist, hat es nicht gegolten. Also nochmal. Das sind zwei. Ah, ich dachte, das andere wäre normale gewesen. Na gut, ein Schwert drauf. Und ganz schnell töten. Auf da. Trinken Trank. Ja, 1000 schnelle Erfahrungspunkte. Oh, 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 oh. Das ist ein starkes Gift. Sie kann nicht mehr das Gift verlangsamen. Ist auch scheiße. Shahira kann auch nicht mehr. Also gegenheilen. Oh, Gerugon kann auch. Ganz schnell. Ah, zu spät. Ach ja. Aber da kann man nicht viel machen. Hätte es Düne hier erwischt, wäre es noch schneller gegangen. Die einzigen, die es überleben würden, wären die drei Krieger. Und selbst bei denen ist es haarig, denn das Gift ist echt übel. So. Das werden wir nicht alles mitbekommen auf einen Char. Tränke können wir zu ihm. Jetzt haben wir alles. Na gut, dann halte ich mal wieder kurz an und laufe zurück nach Nashgale, belebt mich wieder und meldet mich dann, wenn ich hier wieder auftauche. So, wie ihr sehen könnt, stehen wir nicht wie versprochen im Mantelwald am Ostrand, sondern sind bei der Schmiede in Beregost. Und so habe ich mir gedacht, da Imogen die ersten 30 Folgen in einem ganz normalen Lederwams rumgelaufen ist und danach nur einen beschlagenen bekommen hat, kaufen wir jetzt auch mal eine richtige Rüstung. Und zwar, wo ist sie denn? Da, die Schattenrüstung. Nur noch 8600. Ja, einen hohen Ruf zu haben lohnt sich echt. Ändert sich auch nicht, wenn ich anderen auswähle, ne? Ne. Also, 8600 weg. Autsch, das tut weh. Oh, was haben wir hier noch? Schnellschuss, Armbrust. Hm. Aber ist Talent Geschosswaffen? Das hat sie, glaube ich, nicht. Doch, ein Punkt. Könnten wir also später auch noch holen. Aber erstmal gucken wir jetzt, wie die Rüstungsklasse sich verändert. Ja, 3 Punkte mehr. Das ist doch ordentlich. Und 15% im Schatten verstecken. Ja, schick, schick. Hoffen wir doch mal, dass sie jetzt nicht ganz so schnell stirbt. Außerdem auf dem Weg nach Nashgale haben wir noch was getroffen und Jahira hat ein Level up. Das können wir auch gleich machen. Und zwar Druide Level 5. Nichts Besonderes, aber Sprüche. Oder auch nicht. Kein Spruch. Da stimmt doch was nicht. Ah ne, Kämpfer auch Stufe 5. Vielleicht kann es sein, dass Druide schon war und jetzt Kämpfer nachgezogen hat. Ach ja, schade. Ja, ist ein bisschen ärgerlich, dass Shahira halt Druide und Kämpfer ist. Weil dadurch kommen wir an die wirklich guten Sprüche nicht unbedingt ran. Hätten wir jetzt statt ihr die eine Klerikerin zum Beispiel mitgenommen, die wir im Karneval getroffen haben, die könnte jetzt bestimmt schon Stufe 4 Sprüche. Aber kann man nichts machen. Wir wollten jetzt zurück in Mantelwald, genau. Und nach den Eisenthronen suchen, also besser gesagt dessen Lager hier im Mantelwald. Und nach seinem Bruder, der das Schwert Spinnenfluch hat. Was ein bisschen ärgerlich ist, denn wir kämpfen uns die ganze Zeit schon durch Spinnen durch. Und am Ende, wenn keine Spinnen mehr leben, bekommen wir ein Schwert, mit dem man Spinnen töten kann. Sehr sinnig. Aber gut, speichern wir erstmal ab.